Spieltag 32, ein Eishockey-Feiertag mit der Mutter aller Derbys, Köln gegen Düsseldorf. Und da war bei beiden Mannschaften wieder Gutmachung angesagt. Bei Köln für die 7-1-Derby-Schmach Anfang Dezember in Düsseldorf und bei der DEG nach der bitteren letzten Niederlage gegen Augsburg. Und damit hinein in ein offenes, in ein ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Mannschaften gut im System standen. Dementsprechend wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten, trotzdem hochklassig. Hier die Chance von Thoresson. Köln offensiv etwas präsenter, ein paar mehr Torschüsse als die DEG, die aber eben auch auf der anderen Seite immer mal wieder ihre Momente hatte. Hier läuft die Scheibe über aus. Phil Baroni macht sie dann nochmal scharf im Hohenslot. Und dann ist es Kenny Agostino, der abschließt. Gute Reaktion von Tobi Antschitschka im Tor der Kölner. Und so lief dieses erste Drittel offen und ausgeglichen durch. Ein 0:0. Vorne ging nicht so viel, aber ordentlich. Feuer war drin, wie hier unter anderem mit dabei Brady Austin. Drittel Nummer 2. Allgemein auch da weiterhin ein munteres Hoch und runter. Aber Köln setzte den ersten Stich des Spiels und das ist Andreas Thoresson, der zur Führung traf mit einem ordentlichen Gewaltschuss. 135 km/h war dieser Schuss schnell und Henrik Haukeland im Tor zum ersten Mal überwunden. Der hat oben viel Platz. Thoresson war ein ordentlicher Flattermann, schwierig zu erkennen. Dieser Schuss für Henrik Haukeland. Aber die DEG zeigte eine richtig gute Reaktion. Spielten sich richtig gute Möglichkeiten raus. Stellvertretend dafür diese Chance hier von Kevin Clark. Alleine gegen Antschitschka. Und der bringt gerade noch die Schiene raus. Und dann ist es letzten Endes der Außenpfosten. Knappe Geschichte. Und die DEG blieb danach auch weiterhin dran. Hier eine Powerplay-Situation. Scheibe läuft über mehrere Stationen gut. Und dann jetzt ganz frech Pass auf die Seite gespielt, von der sie herkam. Antschitschka mit einer fiesen Bewegung. Und wieder ist es Agostino, der scheitert. Aber ein paar Minuten später war es dann soweit. Die DEG verdiente sich Offensive und verdiente sich den zwischenzeitlichen Ausgleich. In dieser Situation, Olli Mebus macht das richtig gut. Da kommt die Scheibe vor das Tor. Und dann ist es Alex Blank, der seit 20 Spielen nicht mehr getroffen hat. Hier mit der Bude und dem Ausgleich zum 1:1. Die DEG hier schön gespielt, erst über die Bande raus, dann Mitteldrittelscheibe mitgenommen. Olli Mebus bringt sie dann tief, geht nach. Ein bisschen Scheibenglück ist natürlich auch mit dabei. Und dann ist es Blank, der einfach gut steht und abschließt. Zum Ausgleich verdient, offenes Spiel. Aber das dritte Drittel ist ja bekanntlich ein Haie-Drittel. Da sind sie die beste Mannschaft der Liga. Und das ließen sie auf die DEG auf dem Eis spielen. Drittes Drittel war Köln. Ton angeben. Brachten viele Scheiben zum Tor und trafen dann folgerichtig auch zur erneuten Führung. Und wieder ist es die Thoresson-Reihe. Doch diesmal schießt Thoresson zwar von oben, aber unten wird noch abgefälscht von Louis-Marc Aubry. Nicht zu halten für Haukeland. Ordentliches Brett von Thoresson wieder und Aubry fälscht ihn dann ab zur Führung. Ein absoluter Faktor in diesem Spiel, diese Reihe mit Thoresson, Kamara und Aubry, sehr, sehr auffällig. Hinten gab es All-In-Situation. Es blieb spannend. DEG nahm den Torwart raus, aber es half alles nichts mehr, denn Köln machte das Empty-Net-Tor. Tim Wohlgemuth fälscht im Mittelkreis dann nochmal ab und war entscheidend dran mit der Richtungsänderung zum 3:1. Und damit war dann der Deckel letzten Endes drauf. Die Haie gewannen das Spiel mit 3:1 und das sind die Stimmen zum Spiel. Ja, in dem zweiten Drittel haben wir viele Möglichkeiten gehabt. Gute offensive Zone. Haben es dann nicht geschafft, in Führung zu gehen nach dem 1:1. Aber die Jungs haben es gut gemacht. Die haben gekämpft. Die wollten es und es ist uns heute nicht gelungen, den zweiten und dritten Treffer zu machen. Ich rechne den Jungs das besonders hoch an, weil das letzte Spiel war unheimlich ein emotionaler Sieg. Und normalerweise kommt dann immer so ein bisschen den Kater, so ein bisschen Durchhänge. Und wir waren heute, ich glaube, es war ein Spiel, das war taktisch geprägt. Beide Mannschaften waren sehr auf ihre Defensive ausgelegt und dass wir nichts zulassen. Und ganz enges Spiel, freue mich, dass die Jungs gewonnen haben. Und ich glaube, insgesamt eine richtig gute Mannschaftsleistung.
Ein gutes Spiel beider Mannschaften, was rauszuheben ist. Am Ende war es tatsächlich wieder das starke dritte Drittel der Haie, das das Spiel entschieden hat. Und die Reihe Opry, Hammerer, Thoresson. Endstand Köln-Düsseldorf 3:1. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.